kurz Episode 2, Vorbereitungen vor Ort. Da geht es um zweierlei, erstens betreffend das Schiff und zweitens betreffend Information. Ich fange mit der Information an. Holen Sie sich Informationen ein. Schauen Sie sich genau an, wie die Regatta ausgeschrieben ist. Schauen Sie sich die Segelanweisungen ganz genau an. Diese Dinge sind essentiell. Schauen Sie sich an, wie beim Start die Flaggen gesetzt werden. Da haben Sie später keine Zeit mehr dafür. Schauen Sie sich an, was für ein Wetter ist, was für ein Wind ist, das Seegebiet. Machen Sie Navigation. Sie wissen, wo dann welche Kurse gefahren werden. Schauen Sie sich da wirklich an, wo sind Untiefen, wo können Fehler passieren, wo muss man aufpassen, dass man da gut vorbereitet ist. Dann ist wesentlich, was das Schiff betrifft, das Unterwasserschiff zu reinigen. Das ist gleich einmal deutlich schneller, wenn das blitzsauber ist. Das ist wichtig, dann gibt die Regattaleitung oder die Organisation meistens vor, gewisse Sponsoring-Sachen zu erledigen. Es gibt fast immer einen Namenssponsor bei der Regatta, der besteht dann darauf, dass man dessen Logos vorne am Schiff anbringt. Was man dann noch tut, ist die Tracking-Systeme zu installieren, das Schiff zu entrümpeln. Also alles, was man raus tun darf, bitte raus. Es geht auch um Gewicht bei dieser Angelegenheit. Allerdings darf man nicht alles raustun, also bitte nicht in der Pantry die Rollläden ausbauen und rausgeben, das darf man nicht. Aber wesentlich ist auch die Sicherheit, also bitte den Anker ausbauen. Der Anker gehört weg, der gehört irgendwo im Ankerkasten verstaubt, dass wenn man irgendwo mit jemandem zu nahe kommt, dass man keine riesen Schäden macht. Und dann das Registrieren vor Ort, die Briefings besuchen und dann ganz, ganz wichtig, Manöver üben, draußen am Meer mit dem Team und letztendlich ja, die Dinge alle gängig machen. Das heißt, das Ganze laufende gut, die Segel alles überprüfen und dort, wo etwas hängen bleiben kann, das bitte gut mit Klebeband abkleben. Ja, weil sonst kriegen Sie ein Riesenproblem unter Umständen. Okay.